Leute, wir haben die düsterste Zeit hinter uns. Das Jahr hat begonnen mit Januar und Februar, einigen harten Monaten, in denen die Selbstmordrate die höchste war, die wir seit Jahren gemessen haben, in denen die Einweisungsrate in psychiatrische Kliniken extrem gestiegen ist und in dem auch die Todesrate einfach sehr, sehr hoch ist, weil wir Menschen auf dem Zahnfleisch laufen. Jetzt kommen die freudigeren Monate. Richtung Ostern geht es in eine Zeit voller Glückseligkeit, voller Freude, voller Balance. Und deswegen habe ich ein Geschenk für euch, Leute. Ihr habt es geschafft. In unserer Bio werde ich ein Buch verlinken von mir, Equanimity. Dieses Buch, ich schreibe es mal hier in die Kamera, ist Gold wert, weil es beschreibt die drei Säulen der Gesundheit. Ernährung, Bewegung und Entspannung. Wenn wir die stabilisieren, können wir auch hier in Deutschland ein glückliches und erfülltes Leben haben. Bitte Leute, nehmt euch diese Tipps zu Herzen, denn jetzt kommt eine traurige, sehr depressive Phase sonst auf uns zu, wo wir uns verloren fühlen und gar nicht mehr wissen, wohin. Denn die neuen Herausforderungen, Leute, müssen erstmal gemeistert werden mit neuen Informationen, die wir darauf anwenden können. Schön, dass ihr dabei seid. Bis zur nächsten Sendung. Mr. Rock.